Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Mein Name ist Irmgard. Schön, dass ihr auch heute hier wieder mit dabei seid. Heute geht es weiter. Ich möchte euch zum Lebensfreude Online Retreat jetzt wieder vier wunderbare Sprecher vorstellen. Ja, und euch natürlich auch ein bisschen neugierig machen. Ich verlinke euch die Sprecher wieder in der Infobox. Und vorstellen oder mit der Vorstellung beginnen möchte ich mit Laila Santini. Laila Santini hat mich auch auf eine gewisse Art und Weise berührt, schon beim Interview. Sie ist noch recht jung, aber sie hat die besondere Gabe der Hellsichtigkeit, der Hellfühligkeit und der Hellhörigkeit. Und sie gibt so wunderbare Tipps an Hand, wie sie selbst eben auch authentisch sich inzwischen das Leben erschaffen hat, wie es ihrem Herzen wirklich entspricht, also wie sie sich tagtäglich wirklich auch im Außen die Lebenswirklichkeit erschafft. Und sie gibt da so wunderbare Tipps im Interview weiter, wie du das eben auch machen kannst. Also richtig praktische Tipps, direkt greifbar. Und das fand ich so klasse, dass sie da so offen einfach auch ja, diese Tipps eben mit uns geteilt hat. Ja, und weiter geht's mit Sophia Kröner. Sophia Kröner weiß auch aufgrund ihrer eigenen Lebensgeschichte inzwischen, wovon sie spricht, denn aufgrund ihrer eigenen Lebensgeschichte ist sie auf ihren Weg gekommen und hat eine Praxis für Salutogenese, insbesondere bei Autoimmunerkrankungen, gegründet. Bei ihr selbst wurde vor einigen Jahren eine Autoimmunerkrankung diagnostiziert und Sophia Kröner ist auch noch recht jung und hat sich dann einfach gesagt, es kann es nicht sein, dass ich jetzt bis zu meinem Lebensende Medikamente schlucken muss und dass das mit diesen Beschwerden, die ich gerade habe, jetzt immer so weitergehen muss, ohne Aussicht eben auf Heilung. Und so hat sie die Verantwortung für ihre Heilung selbst in die Hand genommen, hat so einiges in ihrem Leben verändert, ja, und kann sich heute als geheilt bezeichnen und gibt diese Hilfestellung in ihrer Praxis weiter, aber teilt dann natürlich auch schon mal ganz viele Aspekte im Interview mit uns. Und weiter geht's mit Barbara Miller. Barbara Miller ist Rohkostärztin in Berlin und ich habe sie im Interview gefragt, wie man denn Rohkostärztin wird. Also sie hat ganz klassisch Medizin studiert und war da ganz klassisch viele Jahre auch unterwegs, bis sie dann auf einer Fortbildungsveranstaltung war. Und an dieser Fortbildungsveranstaltung gab es nur als Verpflegung Rohkost. Und sie hat mir erzählt, sie stand dann so vor dem Buffet und dachte, ja, gibt es hier denn auch etwas zu essen, von dem man sich wirklich nähren kann und von dem man satt werden kann? Und es gab nichts anderes und ja, sie wollte jetzt nicht einfach nur darüber urteilen, hatte aber schon so die Auffassung, von 100% Rohkost kann man sich nicht gut ernähren. Hat dann zu Hause so ein Selbstexperiment über einige Tage mit Rohkost gemacht und musste sich dann eingestehen, dass das doch ganz enorm etwas mit ihrem Körper gemacht hat. Und so ist sie eben auf den Weg zur Rohkostärztin geworden. Aber in ihrer Praxis spielt zwar die Rohkost eine gewisse Rolle, aber nicht nur Rohkost. Denn sie hat eines herausgefunden, dass das Thema Depression, und deshalb passt das jetzt ja auch so wunderbar in das Retreat, das ja jetzt im November stattfindet, hinein. Da geht es ja um das Thema Traurigkeit, Lethargie und Depression, wie man aus diesen Tiefs einfach herauskommt, dass da ganz gewisse Stoffe dem Körper einfach auch fehlen. Und wenn man diese Stoffe, diese Nährstoffe, diese Vitamine, diese Spurenelemente dem Körper nochmal ganz bewusst zuführt, ja, dass das Antidepressiva schlechthin einfach ist. Und dabei unterstützt sie Menschen und hat da auch ganz vieles im Interview eben auch schon mit uns geteilt oder ja, für dich dann eben auch schon parat. Ja, und weiter geht's mit Matthias Schwem. Matthias Schwem habe ich im Grunde genommen schon vor über 10 Jahren mit meinem Mann zusammen kennengelernt. Bei Matthias Schwem dreht sich alles um das Thema Selbstbewusstsein. Denn er selbst sagt von sich, dass er mit ganz, ganz wenig Selbstbewusstsein ausgestattet, ja, die ersten Jahre seines Lebens verbracht hat und daran etwas ändern wollte. Und das hat er zunächst mit NLP gemacht. Das ist eine große Basis bei ihm. Und so, ja, seit über 20 Jahren ist er in der Richtung beruflich unterwegs und hilft einfach Menschen dabei, zu mehr Selbstbewusstsein zu finden. Und in unserem tollen Interview gibt er da ganz, ganz viele Tipps, plaudert ganz viel aus dem Nähkästchen,
wie man wirklich so mit simplen und einfachen Dingen sich seine Lebenswirklichkeit auch im Außen gestalten kann und sich sofort eben aus dem Tief herausholen kann eben. Und er hat sogar noch ein eigenes Programm jetzt speziell für das Retreat entwickelt, das dir dann eben auch ja, zur Verfügung steht. Und jetzt denke ich, habe ich dich neugierig genug gemacht zu diesen vier wunderbaren Sprechern. Jetzt lasse ich erstmal noch die Sprecher zu Wort kommen und sehe dich gleich nochmal nach dem kurzen Trailer jetzt. Ich freue mich immer, wenn ich die Gelegenheit bekomme, das, was ich gelernt habe und bei dem ich sehe, dass es Patienten hilft, einem größeren Zuhörer- und Zuschauerkreis präsentieren zu dürfen. Ich finde, dieses Wissen sollten alle Menschen kennen, weil es so einfache Maßnahmen sind, die einem unglaublich helfen können in der Lebensqualität. Fang dein positives Leben heute an. Hier solltest du mitmachen, wenn du eine neue Idee für dein altes Leben haben möchtest, wenn du dein Leben neu gestalten möchtest, wenn du auf der Suche nach neuen Inspirationen bist, wenn man sich hier unglaublich viele tolle Inspirationen holen kann, um aus seiner alten Gedankenwelt auszubrechen. Damit du erwachst, damit du glücklich sein kannst, damit du dein Glück, deine Mission hier auf Erden finden kannst, so sei. Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer an diesem ganz besonderen Lebensfreude-Retreat, ich denke, es ist ein offenes Geheimnis. Ganz viele Menschen, ganz viele Medien sind Meister drin, andere Menschen runterzuziehen. Wenn man eine beliebige Tageszeitung aufschlägt, meistens sind da erstmal ganz viele negative Überschriften drin. Und ich denke, die große Kunst, die ja vielleicht richtige, die wertvolle Kunst, ist einfach dafür zu sorgen, dass man selbst in der Stimmung ist, die einem selbst gut tut und die andere positiv ansteckt. Und ich denke, es gibt gar nicht so viele wirklich wirkungsvolle Möglichkeiten dafür. Und eine Möglichkeit, die garantiert wunderbar funktioniert, weil da einfach ganz viele Experten sprechen, die nicht nur aus der Theorie wissen, was funktioniert, sondern die im Regelfall alles Mögliche selbst ausprobiert haben. Diese Möglichkeit besteht einfach darin, dass du dieses Online-Lebensfreude-Retreat besuchst und dir einfach die Dinge herausziehst, die in deinem Leben wunderbare Wirkung bereiten werden. Es ist wahrscheinlich wie bei einem großen Buffet, da sind ganz, ganz viele Dinge drin und die große Kunst ist vielleicht, dass du dir für dich einfach die wertvollsten Dinge rausziehst und dass das Angebot riesig sein wird. Davon bin ich mehr als überzeugt. In diesem Sinn wünsche ich dir guten Appetit und vor allem eine wunderbare Stimmung im November. Ja, da bin ich nochmal. Schließen möchte ich das heutige Video mit einem wunderbaren Zitat, das mir heute über den Weg gelaufen ist von der lieben Safi Nidiai. Und das da lautet, wenn du krank bist, sollst du nicht denken, ich bin krank, sondern du sollst denken, ich befinde mich in einem Heilungsprozess. Die Krankheit ist Heilung. Das klingt natürlich, ja, zunächst mal ein bisschen heftig. Ich habe das mal auf mich wirken lassen. Nur letzten Endes ist es ja so, irgendwo auf einer feinstofflichen Ebene entsteht diese Disharmonie, die sich ja später dann eben im Körper als Krankheitssymptom bemerkbar macht, auf unterschiedlichste Art und Weise eben. Und wenn unser Körper uns diese Disharmonie zeigt, dieses Krankheitssymptom, dann möchte unser Überbewusstsein ja im Grunde genommen nichts anderes als, oder unsere Seele, uns darauf hinweisen, da gibt es etwas in deinem Leben, wo du zu sehr von deinem Herzensweg abgekommen bist. Und schau da mal hin, zieh dich mal zurück und stell dir mal die Frage, was möchte dieses Symptom, dieses Krankheitsbild, diese Disharmonie dir denn jetzt sagen? Ich bringe dir mal ein Beispiel dazu. Wenn wir immer einen Schnupfen zum Beispiel haben oder sehr oft einen Schnupfen haben, dann sagt der Volksmund es ja schon, ich habe die Nase voll, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder so das klassische Syndrom, das viele Lehrer heute haben, das klassische Krankheitssymptom, das ist die Gastritis.
Weil einfach die Herausforderungen heute in den Schulen wohl so groß sind, dass sie ganz viel runterschlucken. Ich glaube, viele Berufstätige überhaupt haben noch mit dem Thema zu tun, weil sie aufgrund ihren Glaubenssätzen sich ihre Arbeitssituation auch sehr ausgeliefert fühlen und viele Dinge da runterschlucken. Ja, und dann wird es einfach zu viel für den Magen, was ich da alles runtergeschluckt habe, was ich nicht zum Ausdruck gebracht habe, und dann gibt es die Gastritis, und wenn ich die immer übergehe und nicht auf meinen Körper höre, auf die Signale, auf die Botschaften, die die Seele mir auf dem Weg schickt, dann kommt irgendwann das Magengeschwür an die Reihe. Und ja, ich glaube, da nutzt es wenig, wenn ich mir dann irgendwann das Magengeschwür rausschneiden lasse und genauso weitermache wie vorher. Das Magengeschwür wird an anderer Stelle nochmal ausbrechen. Oder die Disharmonie wird sich auf eine andere Art und Weise einfach wieder bemerkbar machen. Das heißt, wenn wir uns dem öffnen, diese vielen Botschaften, die unsere Seele uns schickt, jetzt mal bezogen auf Disharmonien im Körper, wenn ich in mich hineinlausche, bekomme ich immer eine Antwort, eine Ahnung, eine Idee, was dieses Symptom, das sich gerade im Außen zeigt, mit mir zu tun hat, welche Botschaft sich dahinter verbirgt. Und wenn ich an diese Botschaft herankomme, dann geht es noch nicht mal direkt darum, oder muss es nicht mal direkt darum gehen, dass ich mein ganzes Leben auf den Kopf stelle, sondern wenn ich schon mal weiß, okay, ich habe die Nase immer voll, weil ich zum Beispiel einem Beruf nachgehe, der mich überhaupt nicht erfüllt, wo alles in mir schreit, nein, das möchte ich nicht, oder mich in einer Partnerschaft befinde, wo ich mich selbst einfach nur tagtäglich verbiege, um es anderen gerecht zu machen, meinem Partner vielleicht gerecht zu machen. Und da mag es vielleicht einfach im ersten Schritt darum gehen, mal wieder die Kommunikation zu suchen und mal in sich hineinzulauschen, wie möchte ich denn eigentlich meine Partnerschaft gestalten und auf der Ebene einfach mal mit meinem Partner in Kommunikation kommen. Oder im Hinblick auf den Job, wenn ich immer die Nase voll habe und ja, merke, ich gehe da einem Job nach, der mich nicht erfüllt, und mich dann einfach mal immer mal wieder zurückziehe, mir jeden Tag bewusst mal ein paar Minuten Zeit für mich nehme und mal mir erlaube, in mich hineinzulauschen, wie würde denn so mein Alltag ausschauen, nach meinem Herzen gestaltet? Was würde ich denn gerne machen, zum Beispiel, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Wo liegen denn meine Potenziale und meine Stärken? Und der nächste Schritt, wenn ich das überhaupt mal erkannt habe, ist dann erstmal in eine Planung zu gehen. Wie kann ich meine Kreativität, meine Gabe denn leben? Wie kann ich denn daraus vielleicht auch langfristig anderen Menschen dabei helfen, andere Menschen dabei unterstützen? Und schon entsteht ein Business daraus, das dir dann auch die notwendige Geldenergie in dein Leben schickt. Also da geht es natürlich, das klingt jetzt alles ganz, ganz leicht. Es ist auch einfach, aber es ist natürlich nicht leicht, das alles umzusetzen. Nur mal so als Impuls für dich. Wenn du dich da ein bisschen wiederfindest, hab mal den Mut, lausch in dich hinein. Du bekommst ständig Informationen und Botschaften vom Universum, von deinem höheren Selbst, von deinem Schutzengel, von deinem Herzen, von deiner Seele, ganz gleich, welchen Namen du dieser Instanz auch gibst. Lausch in dich hinein und höre, lausche auch auf diese Botschaften und mach was draus. Damit du irgendwann mit 80, mit 90 Jahren auch auf dein Leben zurückblicken kannst und sagen kannst, wow, ich habe mein Leben in vollen Zügen genossen, mit allen Höhen und mit Tiefen, aber ich habe irgendwann auf den Weg gefunden zu meinem Herzen, zu mir selbst und habe mir im Außen selbst meine Lebenswirklichkeit so erschaffen, wie ich es wirklich möchte. Also, dass du wirklich auf ein erfülltes und glückliches Leben zurückblicken kannst. Okay, das war's für heute. Ich danke dir ganz herzlich für dein Interesse, für dein Dabeisein. Schick dir nochmal eine ganz herzliche, eine herzerwärmende Umarmung. Alles Liebe und Gute für dich. Tschüss, bis zum nächsten Video. Deine Irmgard. Ciao.